Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: Shadow of the Phoenix. Ja, in der letzten Folge haben wir es in den Tempelbezirk geschafft und haben den Traumstaub besorgt, den wir brauchen für Traumwein. Jetzt liefern wir das Ganze bei Yharim ab und geben's Lyrio. Versuchen dabei nicht in die Wache zu laufen. Okay, das war's dazu. Verteidigt euch! Kämpft! Okay, die Wache trifft uns öfter als wir sie. Aber wir machen mehr Schaden an der Wache als sie an uns. Zurück mit euch! Das ist halt der Vorteil an der schweren Rüstung. Vorsicht! Zeit zu sterben! So. Noch eine Sturmklinge. Magierring, Magierrobe. Das interessiert die Priester zum Glück nicht. Wahrscheinlich sind es auch immer die Priester, die den wiedererwecken. Habt ihr die Zutaten für den Traumwein? Das habe ich. Hier. Ihr seid ein guter Mensch. Wartet. Ich mische nur schnell den Wein. Nicht zu viel von dem Staub. Nehmt den Traumwein und bringt ihn Lyrio. Vielleicht müsst ihr ihn ein wenig überreden, ihn zu trinken. Aber er wird euch dankbar sein. Gut. Questbuch wurde aktualisiert. Scrollen geht nicht. Okay. Bringt Lyrio im Tempelbezirk den Traumwein. Der Traumwein wird Lyrios schmerzhafte Vision vertreiben. Bringt ihn zu ihm. Ja. Captain, keine Kraft. Die Maske in der Finsternis. Nehmt diesen Traumwein, er wird euch Frieden geben. Nicht den Trank des Lebens. Brüder, Schwestern, helft mir. Es ist nur etwas Traumwein, Priester. Trinkt. Ja, er meinte natürlich nicht den Traumwein, sondern etwas anderes. Oh. Die Schmerzen lassen nach. Mein Geist klärt sich. Ah, Wohltat. Wer seid ihr, Freund? Ich bin ein Runenkrieger, der hier ist, um die Dryade aufzusuchen. Ich habe von euch geträumt. Ihr trugt Erions Buch zu einem verdorrten Baum auf einem Berg von Knochen. Erion braucht euch, Runenkrieger. Und ihr habt eine wichtige Rolle zu spielen in dem, was kommt. Habt ihr in dem Traum auch gesehen, wie ich in den Palast gekommen bin? Nein. Aber dabei kann ich euch vielleicht mit weltlichen Dingen helfen. Nehmt diese Robe hier. Sie weist euch als einen Mönch Erions und Rechtsbetreuer aus. Legt diese Robe an und sagt Jamsiro hier am westlichen Tor im Bazar, dass ihr ein Mönch Erions seid, der Beistand geben möchte. Warum ausgerechnet Jamsiro? Zum einen hat Jamsiro ein schlechtes Gedächtnis. Er würde euch nicht wiedererkennen, selbst wenn ihr 10-mal dort gewesen wärt. Zum anderen habe ich ihm einmal selbst Beistand gegeben und ihn vor dem Kerker bewahrt. Seitdem ist er ein Freund unseres Ordens. Er wird euch durchlassen, er ist ein guter Kerl. Denkt nur daran, die Robe auch anzuziehen. Jo. Woher kamen eure Schmerzen? Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Für gewöhnlich verbringe ich meine Tage im Zwiegespräch mit Erion, lausche seiner Weisheit und berichte ihm von den Taten der Völker. Aber seit einigen Wochen ist dort, wo früher die Gegenwart meines Gottes war, nur noch Schmerz. Ich sehe Finsternis, einen Tempel, und ich bin hilflos.
Ich werde mir mehr Traumwein beschaffen. Diese Visionen sind unerträglich. Erion will mir damit irgendetwas mitteilen. Aber ich verstehe es nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ja, da wir das zweite Mal durchspielen, wissen wir ja, was los ist. Nämlich, dass Erion im Knochentempel gefangen gehalten wird. Und er deswegen vor lauter Schmerzen all seinen Anhängern schreckliche Visionen schickt. Erzählt mir etwas über euren Orden. Wir sind die Priester Erions, des Gottes der Weisheit und Gerechtigkeit. Wir sind Bewahrer alter Schriften, Richter und Rechtsgelehrte. Hier, in dieser Stadt der Gottlosen, verkennt man unsere Dienste. Aber wann immer ein Angeklagter zu arm ist, um sich einen Advokaten zu leisten, so ruft man uns hinzu, um ihm Beistand in Rechtsdingen zu geben. Unser Ordensleben ist bescheiden. Wir widmen uns meist den Studien des Rechts und der Geschichte. Aber auch die Geheimnisse der Magie sind uns nicht fremd. Vor der Herrschaft des Zirkels waren die meisten Magier Anhänger Erions. Nun ist unser Glaube fast vergessen. Dabei haben wir so viel zu geben. Und Erion ist anders als die meisten Götter des Wächterkreises. Er spricht oft zu uns, eröffnet uns neue Wege des Denkens und er hat stets ein Ohr für die Völker. Aber wer will schon Gerechtigkeit, wenn man sich mit Feuer und Schwert die Welt gefügig machen kann? Mit Magiern meint er übrigens alle menschlichen Magier. Ich glaube nämlich kaum, dass Schamanen und Druidinnen zu Erion beten. Eher zu Zarach und Elen. Erzählt mir mehr über euren Traum. Wenn ich es nur noch genau wüsste. Ich erinnere mich an eine dunkle Ebene. Blitze fuhren herab. Überall lagen die Gebeine Erschlagener. Nein, es war ein Meer. Ein wogendes Meer aus Knochen, über das ich schritt, knirschend und krachend, wie eine gewaltige Mühle. Und es wusch Bäume und Felsen, Mauern und Städte fort, riss sie mit sich und zermalmte sie zu Staub. Doch ich schritt unberührt von alledem über die Wogen aus Gebein, bis ich in der Ferne einen Berg erblickte. Es war ein Berg aus Knochen. Von seiner Spitze strömten die Gebeine herab wie eine Sturzsee und ihr Donnern und Malen drohte meinen Geist zu zerschmettern. Doch ich lief weiter auf den Quell des Schreckens zu und an der Spitze erblickte ich 12 Gargoyen, aus deren steinernen Mündern sich der Strom der Gebeine ergoss. Und in ihrer Mitte saß eine 13., eine von reinem Gold. Und in ihren Klauen lag ein Rabe, dessen Augen Tränen von Blut weinten. Dann sah ich euch, wie ihr mit einem Buch in der Hand gegen den gewaltigen Strom der Knochen euch den Berg hinaufkämpftet. Und euer Ziel schien ein Baum zu sein, ein einzelner, verdorrter Baum, der dem Strom der Knochen noch Trutz bot. Doch dort oben, sich klammernd an den Baum, wartete ein zweiter Krieger, der euch helfend die Hand entgegenstreckte. Dann wandte die goldene Gargoyle den Blick zu mir. Und für einen Moment blickte ich in etwas Großes, etwas Göttliches, aber auch Grausames. Seitdem verfolgen mich diese Bilder. Was sie bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber ihr habt eine große Aufgabe vor euch. Möge Erion euch schützen, wohin immer euch diese Aufgabe auch führt. Nur leider müssen wir Erion retten. Gut, ich könnte wieder mit Yharim reden über die Götter. Das lassen wir aber mal. Wir schleichen uns erstmal wieder an Imse hier vorbei. So. Nehmen die Robe. Und sprechen mit Shamsiro. Guten Tag, Bruder. Wohin des Weges? Weisheit und Güte, Freund. Würdet ihr das Tor öffnen? Ich habe einem armen Sünder Beistand zu geben. Beistand? Oh, der arme Kerl. Ich hoffe, ihr bewahrt ihn vor dem Kerker, Bruder. Erion,
wird mir den Weg dazu weisen. Ihr Priester seid wahrhaft gute Menschen. Öffnet das Tor! Gut. Oh, Stufe 33. Ja. Dafür bräuchte ich 80-80. Deswegen geben wir jetzt erst einmal die 5 Punkte in Weisheit. Jo, das reicht genau um für 2 Stufenaufstiege. Die 2 nämlich, die wir brauchen, um das hier auf 80-80 zu bringen. Also besser gesagt, nächste Stufenaufstieg geben wir Stärke auf 80. Dann können wir Weißmagie auf 10 bringen. Oh, wie praktisch. Können wir das ersetzen? Und ja, das hier war alles unnötig. Gut. Ja, nächste Stufe das auf 10 bringen, Stärke auf 80 und die übernächste Stufe Ausdauer, dann können wir hier 2 Punkte reinstecken. Gut. Das heißt, wir können erstmal hier rein, können unser Zeug wieder anziehen. Wir können erstmal lauschen, was die beiden zu sagen haben. Da im Seelenfluss habe ich Durst. Und wieder gibt es nur brackiges Wasser. Ja, widerlich. Wir wagen hier unser Leben und werden wie Gefangene versorgt. Am liebsten würde ich dem General die faule Brühe in den Rachen schütten. Gut, ja. Dann reden wir mal mit ihr. Was starrt ihr denn so? Ja, es gibt Frauen, die schmieden können. Ich bin Niam, eine Waffenschmiedin und eine gute dazu. Ich bewundere nur eure Arbeit. Seid gegrüßt, Niam. Verkauft ihr auch Waffen? Ich mache nur besondere Anfertigungen, guter Freund. Gewöhnliche Waffen findet ihr auf dem Bazar. Kennt ihr Tario aus der Onyxbucht? Er hat mir diese Gegenstände gegeben und gesagt, ich solle damit zu euch gehen. Könnt ihr diesen zerbrochenen Stab und diesen Schild reparieren? Lasst einmal sehen. Ein Kampfstab und ein Magierschild. Hervorragende Arbeit. Beide haben diese 3 Mulden, als sollte dort irgendetwas eingesetzt werden. Das müssen Zerbitenwaffen sein. Zerbitenwaffen? Glaubt ihr mir etwa nicht? Die Zerbitenwaffen wurden mit magischen Edelsteinen verstärkt. Die 3 Mulden in den Waffen sind für diese Edelsteine gemacht. Erst wenn 3 dieser Edelsteine, die wir Zerbitenträne nennen, dort eingesetzt werden, erlangt die Waffe ihre volle Stärke. Ich kann diese Gegenstände für euch wieder nutzbar machen. Aber ohne die Zerbitentränen sind sie nicht besser als das gewöhnliche Zeug, das ihr im Bazar bekommt. Wenn ihr aber Zerbitentränen habt und wir sie bei der Reparatur mit einarbeiten können, dann erhaltet ihr machtvollere Gegenstände. Je mehr Tränen wir einsetzen, desto stärker werden sie. Ihr habt die Wahl. Entweder ich repariere euch nun die Waffen oder ihr sucht zunächst nach ein paar Zerbitentränen. Ihr habt die Wahl. Entweder ich... Ja. Ich kann sie leider nicht nachträglich einsetzen. Man kann also jeden Gegenstand nur einmal bearbeiten. Danach bleibt er für immer so. Ja, das lassen wir dann mal. Oh, ich habe ein Urholz erhalten. Ja, auch schön. Und ein Schildbrecher. Okay. Was gafft ihr denn so? Nun, ich dachte, ihr hättet etwas zu verkaufen. Das hätte ich vielleicht, hätte nicht dieser verdammte Zanzibar mein Geschäft verdorben. Ihr meint den Händler dort drüben? Ja, genau der. Kauft bei dem nichts. Ich beschwöre euch, er ist ein Lügner und ein Dieb. Ja, die Quest mit den Händlern. Die zankenden Händler. Die Händler Wiesel und Zanzibar im Bazar von Imperia haben ernsthaften Streit.
Wiesel und Sansabar unterhältst sie gegeneinander auf. Die beiden scheinen sich aus Prinzip zu streiten. Entweder ihr beschwichtigt sie durch ein paar kleine Schwindeleien und ihr sagt ihnen die Wahrheit und bringt sie erst recht gegeneinander auf. Ihr kommt von diesem Wiesel. Traut dem Kerl nicht, ich sage es euch. Der hat euch bestimmt Lügen erzählt. Wiesel sagt... Ja,